Story by Tan. Hallo, liebe Ramen-Freunde. Ich freue mich total, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Jetas Ramen World. Heute zeige ich euch, wie man eine Toripaitan-Ramen zubereitet. Bei meiner Easy Edition der Toripaitan-Ramen empfehle ich dir, dass du mit dem Tare anfängst. Du wirst gleich sehen, warum. Für das Tare schnappe ich mir einen kleinen Topf und gebe 200 ml helle Sojasauce hinein. Danach noch ca. 3 Esslöffel dunkle Sojasauce. Zu der vorgelegten Sojasaucenmischung gebe ich 2 Esslöffel Katsuobushi, also getrocknete Bonito Flakes, eine kleine Packung Anchovy Powder, ein so großes Stück Kombu und 3 Shiitake Mushrooms. Dann noch eine geschälte Zwiebel. Danach presse ich ein so großes Stück Ingwer durch die Knoblauchpresse oder, so wie ich sie gerne nenne, die Knoink-Presse, weil sie für den Knoblauch und für den Ingwer verwende. Anschließend gebe ich noch 2 Esslöffel Fischsoße dazu. Danach kommen noch 5 Esslöffel Mirin und 3 Esslöffel Sake dazu. Normalerweise wird an dieser Stelle das Tare über Nacht in den Kühlschrank gestellt, sodass sich die Sojasauce gut mit den Aromen und dem Umami-Geschmack einsaugt. Aber das Motto lautet Not macht erfinderisch. Und das bedeutet, dass ich das Tare stattdessen zum Kochen bringe und 10 Minuten kochen lasse. Nach den 10 Minuten fahre ich die Hitze runter und lasse das Tare für weitere 20 Minuten dahin köcheln. Nachdem das Tare fertig dahin geköchelt hat, nehme ich den Topf von der Herdplatte und verabschiede mich von den festen Bestandteilen, indem ich das Tare abseihe. An dieser Stelle nicht zu früh von der Zwiebel verabschieden. Diese brauchen wir später für die Brühe. Bei dieser Easy Edition der Toripaitan gibt es einen Trick, wie ich zur cremigen Brühe komme, die kennzeichnend für die Toripaitan-Ramen ist. Eigentlich wird die Brühe der Toripaitan so gemacht, indem man etwa 10 ganze Stunden Hühnerknochen und Hühnerfleisch kocht. Wenn es schnell gehen muss, dann gibt es ein paar Tricks, wie man zu einer Toripaitan-Brühe in nur sage und schreibe 20 Minuten kommt. Meinen Trick dafür zeige ich dir in den nächsten paar Minuten dieses Videos. Für die Brühe der Toripaitan nehme ich einen etwas größeren Topf und gebe 400 ml Brühe hinein. Dazu kommen noch 400 ml Milch und von den Hühneroberkeulen, die ich später für das unter Anführungszeichen Hühnerchashu benötige, habe ich die Haut abgenommen, denn diese brauche ich für die Brühe. Die Haut wird in ganz kleine Stücke geschnitten und kommt auch in den Topf hinein. Danach lasse ich die Brühe aufkochen und nachdem die Brühe stark aufkocht, fahre ich mit der Hitze etwas runter und lasse das Ganze für etwa 20 bis 25 Minuten dahin köcheln. Während die Brühe köchelt, zerstampfe ich die bereits weich gekochte Zwiebel vom Tare und gebe sie auch in den Topf dazu. Nachdem die 25 Minuten vergangen sind, heißt es Stabmixer rausholen und ich püriere die Brühe so lange, bis alle Bestandteile zu 100% homogenisiert sind und ich eine schöne cremige Brühe erhalte. Danach gebe ich 1 bis 2 Teelöffel Maisstärke in eine kleine Schale und dazu kommen ca. 50 ml Wasser. Das Ganze rühre ich gut um mit einem Schneebesen und gebe es zur Brühe dazu. Anschließend lasse ich die Brühe noch etwa 5 Minuten weiterköcheln. Als nächstes bereite ich das charakteristische Roasted Onion Topping vor, was beim Anrichten der Toripaitan, als Topping natürlich, draufkommt und kennzeichnend für die Toripaitan-Ramen ist. Dafür gebe ich 1 bis 2 sehr, sehr fein gehackte Zwiebeln in einen kleinen Topf. Dazu kommen ca. 100 ml Reisöl und hier ist es wichtig, dass die Hitze nicht auf höchster Stufe aufgedreht ist, weil die Zwiebeln langsam an Bräune gewinnen müssen
und dabei ja nicht verbrennen dürfen. Nach ca. 15 Minuten gebe ich einen Teelöffel gepressten Knoblauch dazu und einen Teelöffel gepressten Ingwer. Bitte passe hier unbedingt auf, dass du die Mischung ständig umrührst, weil der Knoblauch sonst absinkt und anbrennen könnte. Und angebrannter Knoblauch schmeckt bitter. Wenn die Zutaten eine schöne Bräune angenommen haben, nehme ich den Topf vom Herd und gebe ihn in eine Schüssel mit kaltem Wasser. Während das Öl abkühlt, bereite ich den Rest der Toppings vor. Bevor es mit der Zubereitung des Hühnerfleisches losgeht, bereite ich noch etwas anderes vor. Und zwar mag ich es sehr, wenn auf meiner Tori Paitan, die vor mir liegt, als Topping Earwood Mushrooms oben sind. Die schmecken super und passen ästhetisch sehr gut auf eine Tori Paitan Ramen. Die Earwood Mushrooms bekommst du, einmal darfst du raten wo. Natürlich in deinem Asia-Shop des Vertrauens. Ich gebe ca. 5 bis 7 Stück in eine Schüssel, bedecke sie mit kochendem Wasser und lasse die Earwood Mushrooms einziehen, bis sie auf die Ramen draufkommen. Eines der Topping-Highlights bei einer Tori Paitan ist das Cheshire. Bei meiner Version der Tori Paitan heute habe ich mich allerdings für Hühnerfleisch entschieden. Wie ich das Hühnerfleisch für die Tori Paitan zubereite, siehst du jetzt gleich. Los geht's! Am besten holst du eine Pfanne raus und erhitzt das Öl auf höchster Hitze. Danach kommen die Hühneroberkeulen rein in die Pfanne. Ich brate die Keulen auf beide Seiten stark an. Und danach, wenn beide Seiten gut angebraten sind, fahre ich mit der Hitze etwas runter. Ich gebe 2 bis 3 Esslöffel dunkle Sojasauce dazu. Dann kommen noch 1 bis 2 Teelöffel Tobanjan dazu. Und wende die Keulen gut darin. Kurz vor Ende kommen die Ramennudeln für etwa 2 bis 3 Minuten in kochendes Wasser. Jetzt heißt es anrichten, anrichten, anrichten. Eines der coolsten Parts bei der Zubereitung einer Ramen ist das Anrichten. Es ist für mich wie eine Spielewiese, wo ich meiner Kreativität einen freien Lauf lassen kann. Auch wenn alles Geschmackssache ist, am Ende muss die Ramen einfach ästhetisch, elegant und schön ausschauen, denn in der asiatischen oder besser gesagt japanischen Ramen-Kulinarik wird die Ästhetik einer Ramen sehr wertgeschätzt. Deshalb heißt es jetzt, liebe Ramen-Freunde, be creative und haut euch ins Zeug rein! Hol als allererstes deine Ramen-Bowl raus. Ich gebe ca. 6 Esslöffel des Tares in die Bowl. Dazu überführe ich ca. 400 ml Ramenbrühe hinein. Danach platziere ich die Ramennudeln in die Bowl. Und das Platzieren der Ramennudeln in die vorgelegte Brühe ist meiner Meinung nach eine Kunst für sich. Anschließend lege ich die Hühneroberkeule auf die Ramen drauf. Die Roasted Onions verteile ich über die gesamte Fläche. In der Mitte kommt noch eine Prise Korean Chili Pulver drauf, dann natürlich noch das Ramen-Ei. Wenn ihr mittlerweile schon Ramen-Pros seid, dann wisst ihr, was ganz am Schluss drauf kommt. Ja genau, die Jungzwiebelringe. Und fertig ist sie, deine Easy Tori Paitan Ramen. Als allererstes fällt mir auf, dass die Brühe sehr gut gelungen ist. Sie hat eine sehr cremige Konsistenz, so wie es sich für die Tori Paitan Ramen gehört. Der beste Part, der sogar das Anrichten toppt, ist das Essen und anschließend das Verschlingen. Und genau das werde ich jetzt machen und ihr seid mit dabei. Der beste Part der Zubereitung einer Ramen, der sogar das Anrichten toppt, ist die Ramen kosten, die Ramen essen und die Ramen einfach nur verschlingen. Und das werde ich jetzt machen. Ich fange an mit der cremigen Brühe und werde dann gleich dazu die Nudeln nehmen. Wow.
ein Stückchen Fleisch und auch noch Schein. Soll ich aufhören? Ich kann nicht. Das ist doch gut. Wow. Die cremige Konsistenz harmoniert sehr gut mit der Schärfe des Hühnerfleischs. Bei der Tori Paitan Ramen darf die Schärfe nicht dominieren und durch das Tobanjan und dem Korean Chili Pulver als Topping habe ich als Gesamtes eine balancierte Schärfe erreicht. Die süßliche Note des Roasted Onion Toppings vereint sich sehr gut mit der Brühe und gibt dem Ganzen das gewisse Etwas und lässt die Ramen im Munde dahinschmelzen. Liebe Ramenfreunde, jetzt heißt es Daumen hoch für mein Video, falls du inspiriert wurdest und die Tori Paitan Ramen nachgekocht hast. Ich freue mich über deinen Kommentar. Berichte mir, ob sie dir gelungen ist oder ob du gestruggelt hast. Und wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast und du Lust hast auf viel, 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 viel mehr meiner Videos, abonniere sofort meinen Kanal, sodass du nichts mehr versäumst.